Wie platziert man sein Mundstück eigentlich richtig an den Lippen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikom Trompetentraining und die Frage wird oft heißinnig und auch sehr emotional diskutiert. Wie platziert man sein Mundstück richtig an den Lippen? Wir gehen gleich mal von vornherein die wichtigsten Punkte durch. Wir haben einen Ringmuskel und auf diesem sollten wir unser Mundstück zu gleichen Teilen oben wie unten ansetzen. Natürlich geht das nicht zu 50 zu 50, denn die Grundvoraussetzungen sind natürlich bei jedem anders. Ist ein Überbiss oder ein Unterbiss vorhanden? Wie ist die Stellung des Kiefers und so weiter und so fort? Also diese Faktoren. Die Zähne natürlich auch sehr wichtig, die auch von hinten, hinter den Lippen für Stabilität sorgen. Sind die Zähne schief, dann setzt man auch tendenziell anders an und so weiter und so fort. Wichtig ist, wenn man das Mundstück ansetzt, unbedingt darauf achten, dass die Innenkante des Mundstücks im Lippenweiß unten sowie oben sitzt und nicht ins Lippenrot, also in die empfindlichen Stellen unserer Lippe. Wenn du im Lippenrot einsetzt, das nennt man dann Platzieren, das hat natürlich verschiedenste Nachteile. Die Intonation verschlechtert sich. Man hat keine so gute Kontrolle über die Intonation, die Ausdauer ist wirklich stark beeinträchtigt, die Tonkontrolle ist beeinträchtigt, also es ergeben sich viele Nachteile, wenn man mit dem Mundstück, mit der Innenkante des Mundstücks im Lippenrot einsetzt. Da musst du unbedingt von vornherein drauf achten. Wenn du einen guten Lehrer hast, dann achtet der für dich drauf und sagt dir immer Bescheid, was die richtige Position ist, worauf du achten musst und so weiter und so fort. Denn das Einsetzen im Lippenrot bringt kurzfristig einen Vorteil. Zum Beispiel, du musst höher spielen, als du sonst gewohnt bist und das Mundstück setzt im Lippenrot ein. Man drückt etwas mehr und schon kommt der ein oder andere höhere Ton. Das Problem ist nur, man hat diverse Nachteile in Kauf genommen, wie gerade eben schon erwähnt. Und letztendlich muss man sich wieder kümmern, dass man das Mundstück wieder richtig platziert. Und das ist viel Arbeit. Also unbedingt von vornherein darauf achten, dass du nicht ins Lippenrot einrutscht. Natürlich verändert sich auch der Ansatz in unserer bläserischen Laufbahn immer wieder mal. Das heißt, man setzt nicht immer an der gleichen Stelle ein, links, rechts, oben, unten. Wichtig ist immer, dass du diese Position des Mundstücks, also die Innenkanten, auf den Lippen auch mal kontrollierst. Wie du das machen kannst? Ganz einfach. Du stellst dich vor einen Spiegel, passt mit dem Mundstück einen lang ausgehaltenen Ton. Das muss jetzt nicht mit Press sein, sondern du machst es so, wie du es gewohnt bist. Ein langer Ton, lange ausgehalten, im Mezzoforte, Forte-Bereich. Und nachdem der Ton beendet ist, gehst du mit dem Mundstück weg und kontrollierst sofort im Spiegel, wie der Abdruck an deiner Lippe aussieht. Du siehst außen einen roten Kreis, du siehst aber auch eine Innenkante. Und wenn die Innenkante nicht im Lippenrot ist, ja super, dann ist ja alles in Ordnung. Dann musst du dir keine Gedanken drüber machen. Wichtig ist aber immer wieder, nicht jetzt ausruhen und dann schauen wir erstmal in 2 Jahren wieder, sondern regelmäßig das Ganze kontrollieren. Das kannst du einmal in der Woche machen oder einmal im Monat auf jeden Fall. Wenn du spürst, es hat sich was verändert, kontrolliere unbedingt. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel dafür, wie zum Beispiel ein Visualizer, also quasi nur der Mundstückrand auf einem Stift. Ich habe jetzt keinen da, sonst würde ich es dir zeigen. Da kannst du auch auf dem Visualizer buzzen und siehst sozusagen, wo der ansetzt und auch dementsprechend dir dann dieses Feedback holen. Aber natürlich auch mit dem Mundstück schnell in den Spiegel danach gucken. Auch da hast du schon eine erste Richtlinie. Wenn du jetzt siehst, dass du platzierst, fang nicht an, selber an rumzudoktern, sondern sprich unbedingt mit deinem Trompetenlehrer. Denn in diesem Fall ist wirklich fachliche Kompetenz wichtig, also seine Expertise unbedingt mit reinnehmen und nicht anfangen, selbst rumzuexperimentieren. Meistens macht man es dann schlimmer, als es vorher war. Du kannst dich natürlich auch jederzeit bei mir melden. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir einen ersten Schritt in Richtung richtiges Ansetzen deines Mundstücks auf die Lippen weiterhelfen. Wenn du Fragen hast oder Informationen oder Anregungen, schreib doch alles unten in die Kommentare. Das freut mich immer sehr und ich bin sehr interessiert, wie ihr denkt, was ihr Fragen für habt und so weiter und so fort. Es wird natürlich auch alles beantwortet, wenn da Fragen entstehen. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin und ciao!